Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Outlast Whistleblower hier mit meinem guten Kollegen Fratzengesicht, ich weiß nicht, wie du nennst. Wie du heißt. Er will uns ein Geheimnis verraten, aber anscheinend hat er keine deutschen Untertitel bekommen. Der ist schon ein bisschen arm dran, das tut mir schon leid. Aber er verfolgt uns. Ja, es ist immerhin. Dann soll er uns helfen. Die ganzen Doktoren. Ja, da ist einer ausgebüxt. Eine Batterie. Und barfuß. Patsche, patsche. In den Klos ist irgendwie nie was, habe ich das Gefühl. Und wir haben hier den Schlüssel zu den Handschellen. Okay. Bleib mal ein bisschen ruhig da hinten. Wo gehst du? Mein Freund, verlass mich nicht. Verlass mich nicht. Okay. Ich halte Ausschau nach Batterien. Der eine Typ mit der Waffe da ist jetzt. Ist er weg? Ist er noch da? Kommt er wieder zurück? Hat er hier einfach die Tür aufgemacht? Um uns zu zeigen, dass die jetzt auch feindlich sind? Mit der Rohrzange der Hand? Ja, okay. Ein neues Dokument. Ja, das werde ich definitiv lesen. Da könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Solange es keine Notizen von uns selbst sind, brauche ich es nicht vorzulesen. Für die Story an sich ganz geil, wenn ich privat spielen würde, auf jeden Fall. Aber als Let's Play, nein, danke. Okay, hier ist sicher. Wie sieht's da aus? Wir sind in der Surgery. Also in der... Im Surgery. Was heißt es? In der Untersuchung... Ah, wie heißt es? Ah, Leichenuntersuchungsteilraum. Operationsraum? Stimmt das? Operation? Surgery? Boah, ich wüsste es nicht genau. Ich glaube, ja. Ach, wir sind hier. Wir drehen mal ein paar Runden. Mit unserem neuen besten Freund. Dann rennen wir weg. Und rüber. Schnell. Ja. Anderer Weg am Arsch. Der kommt hier nicht durch die Wand. Und wir können weiter. Speicherpunkt bitte. Oh, ich hasse so fette, dunkle Räume. Oh nein, was ist... Oh nein, anderer Weg, ja. Der kommt doch garantiert hier entlang. Und dann müssen wir eh rennen. Aber erstmal sagen wir mal hallo. Keine Tür, keine... Oh, Gott sei Dank. Keine Batterie, aber auch. Hier ist kein... Nichts, gar nichts. Okay, schade. Nur Versteckmöglichkeiten. Da kamen wir ja runter. Da kommen wir eh nicht durch.
Okay, Alter. Erschreckt mich nicht so. Boah. Wir sind hier im Verbrennungsofen. Ist ein Eintrag? Gibt's nicht, okay. Und da können wir was aktivieren. Soll ich da noch da reinschauen? Okay. Ah, der verdammte Bastard. Nein, 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 nein. Lass mal locker. Oh nein. Oh nein. Oh, oh nein. Das, komm, 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 komm. Hau dagegen. Schnell. Ich will hier nicht kochen. Schnell, schnell, schnell. Mach doch. Oh Gott, Alter. Alter. Am Arsch, Alter. Am Arsch. Hey, wir könnten hier einfach zurück. Wir konnten einfach zurück. Verschwindet der Dampf auch wieder? Ah, wir können einfach außen rum. Okay, der ist weg. Oh nein. Keine Türen? Nee. Okay, hier könnten Batterien sein. Ja, geil. Okay, wir haben wieder eine Batterie bekommen. Boah, ich musste unbedingt die Tür öffnen, ne? Aber ich glaube, das wäre so oder so passiert. Hätten wir einfach die da, das... Obwohl, was wäre passiert, wenn wir den Knopf gedrückt hätten? Hätten wir vielleicht irgendwas bekommen? Ich wüsste zwar nicht, ob da eine, da kann da keine Batterie drin liegen, eigentlich. Ist da gerade was durchgefallen? Wieso hat sich unsere Sicht gerade so... Okay, ich frag gar nicht erst. Oh nein, wieso sind die Türen alle öffbar? Okay. Leichenschauhaus? Check. Batterie? Nein. Hier gibt's überall diese verkackten Radios mit Kassetten. Das sind sogar Kassettenrekorder. Aber man kann sie nicht bedienen. Wer stellt hier Kassettenrekorder auf, wenn da keine Kassette drin ist? Keiner nimmt die mit. Also die Kassetten meine ich. Es macht keinen Sinn, wenn jeder seine eigene Kassette mit zu Hause hat. Oder wie jetzt. Beim Arbeit Musik hören ist nur über Kassettenrekorder möglich. Würde vielleicht bei einer Sicherheits... Okay, könnte ich mir gut vorstellen, weil es hier so einen hohen Sicherheitsstandard hat. Ich glaube, hier will ich noch gar nicht hin. Ich gehe erstmal hier rüber. Aha. Okay, der ist hier runtergefallen. Ich glaube, müssen wir jetzt schon hier hoch? Das sieht mir eher nach einem Ausgang aus. Kriegen wir Schaden von dem Feuer? Nee, oder? Nee. Sollen wir es versuchen da oder ja? Ich gehe jetzt erstmal... Hier entlang. Da ist ein Exit. Das heißt, wir kommen da eh nicht raus. Müsste ich gar nicht probieren. Alles, was so angeschrieben ist, ist geschlossen. Und vielleicht kriegen wir hier... Ah, hier ist das, die Kirche, könnte man sagen. Das Haus Gottes. Und wir haben eine neue Notiz. Also ein neues Journal. Aber ansonsten... war es das hier auch schon. Das war der Raum. Okay. Gut, waren wir zuerst hier drin. Kann ich das wegschubsen? Nee. Ich glaube, ich lade auch mal kurz hier nach. So. Okay, dann sagen wir mal... Hallo zum langen Aufzug. Ist das denn einfach... Das ist gar kein Aufzug. Das ist einfach nur ein... Gerüst aus irgendwelchen Metall- und Holzverkabelungen, was auch immer. Hier zu klettern ist garantiert nicht gefährlich. Komm hoch. Und jetzt? Ah, hier, okay.
Okay. Da ist einer, Alter, ist von hier oben runtergefallen und deshalb habe ich da kurz was aufflimmern sehen. Oh oh. Nein, 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 nein. Oh Gott, da oben war. Oh Gott. Ich glaube, ich sollte mich ein bisschen beeilen. Ich komme hier nicht. Das, da komme ich doch später bestimmt durch. Ah, okay, hier kann ich durch. Eine Batterie, geil. Und kommen wir hier noch hoch? Ich glaube, nein. Nee, nee, wir können. Unsere maximale Sprunghöhe ist sehr, sehr begrenzt. Das sind 10 cm Sprungkraft. Hier hochklettern? Nein. Ja, okay. Dann werden wir wohl nicht anders können. Oh, das ist ein tiefer Fall. Oh, geht sogar. Wir können wenig hoch springen, aber tief fallen und wir stehen auf unsichtbaren Kisten. Also, die keinen Schatten werfen. Dort aber schon, hier aber nicht. Oder der Unterschied zu den Schatten von den Kisten. Man hat einen leichten Schatten, man kann es sehen. Aber unser Schatten sticht einfach hervor. Sollte vielleicht nicht so sein. Ich weiß es ja nicht. Oh nein, hier ist eine Batterie. Wir kommen da garantiert nicht rein, oder? Komm, ich kann die Tür nicht mal anklicken. Das ist mies. Okay, man kann hier irgendwie außen rum. Hier ist eine Versteckmöglichkeit. Einige sogar. Ich habe das Gefühl, wir sollten uns hier ein bisschen verdeckter halten. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie glaube ich, uns wird noch irgendwas entgegensprinten. Sprinten zum Beispiel. Ja, ihr wisst, was ich meine. Okay, ich will nicht laufen. Ich will lieber crouchen, aber ich will nicht so viel Batterie verschwenden. Das ist ein bisschen Teufelskreis. Okay, wir sind richtig. Geil. Und hat es sich gelohnt? Ja, wir haben eine Batterie. Sehr gut. Okay, ich glaube, mit den Batterien sind wir einigermaßen gut im Rennen. 4 Batterien auf Reserve. Fast voll. Damit können wir was anfangen. Ich gehe jetzt einfach ein bisschen direkt los. Du kommst mir jetzt nicht entgegen, oder? Wir haben da hinten Versteckmöglichkeiten, das heißt, wenn er uns sieht, müssen wir uns verdammt nochmal beeilen. Kann ich hier rein? Oh nein, ich kann hier nicht rein. Ich kann hier rein. Man könnte mich dann irgendwie hier unten verstecken. Okay. Ist die Tür offen? Ich glaube kaum. Ich werde es trotzdem mal probieren. Natürlich ist sie zu. Da hinten habe ich eine Treppe gesehen. Wir müssen garantiert irgendwie um das Ganze. Ich weiß nicht wo, aber das klang ziemlich nah. Oh. Oh Gott. Ich geh jetzt mal hier rein. Oder doch lieber zuerst in den Raum, der ist kleiner. Alter, ist das dunkel. So verbrauchen wir auch Batterien. Okay. Gehen wir mal hier rein. Da ich den noch nicht gesehen habe, nehme ich an, der springt auf einmal irgendwo hinterm Bücherregal hervor. Wir können uns hier verstecken. Ich lade mal kurz die Batterien nach.
Ich frage mich eigentlich, gibt's heutzutage noch Videoaufnahmegeräte, weil also Camcorder mit Batterien? Ist doch heute alles über Akku. Weil eigentlich ist Batterien ziemlich praktisch, wenn man auf Reisen ist und ganz ehrlich, wann braucht man sonst einen Camcorder, als wenn man auf Reisen ist? Zu Hause vorm Rechner sitzen oder zu Hause mit Familie verbringen, da muss man das ja nicht filmen. Oder man kann, aber dazu braucht man nicht unbedingt. Ihr wisst, was ich meine. Wieso dann Akkus die ganze Zeit? Auch Fotokameras und so, das ist voll dämlich. Das ist voll dämlich und ich habe Besuch. Und ich bin gerade falsch. Au! Aber er sagt kein Wort. Er killt uns gerade schweigend. Ah. Okay. So viel zu meiner Camcorder-Geschichte. Ich habe gerade andere Sorgen. Wir sind nicht hier. Oh Mann, oh Mann. Der hat mich ein bisschen überrascht. Okay. Er ist wieder weg. Oder kommt er gerade in unsere Richtung? Ich höre ihn ziemlich nah, aber ich weiß nicht, wo er ist. Und keine Ahnung, welche Routine er einschlägt. Ich riskiere es jetzt einfach mal, weil wir sind schon bei 17 Minuten. Ich möchte gerne einen Cut setzen, aber... Oh, Alter, hat mich das gerade erschrocken hier. So ein Stück Glas, das reflektiert. Okay, wir müssen da rechts rein. Wieder ins... Ist er gerade da hinten? Der ist da drin. Ach, scheiß drauf. Was macht der da? Ja... Boah, dreh dich mal um. Passt schon. Kurz rein, kurz rein, kurz rein. Verstecken. Nachladen. Geh doch raus. Ja, geh raus, ja, genau. Wenn er jetzt noch den Gang entlang geht, bin ich zufrieden. Ich glaube, wir sind ihm gerade. Okay. Hat er uns gehört? Alter, okay, ich mache hier einen Cut. Wir sehen uns wieder im nächsten Part von Let's Play Whistleblower.